Wir gelangen uns und nach der Beantwortung der dritten Zusatzfrage zum Thema der nationalen Qualitätszertifikate für Alten- und Pflegeheime in Österreich folgt jetzt die dritte Frage von Ingo AP. Er ist von der SPÖ aus Kärnten. Danke, Frau Präsidentin, geschätzter Herr Bundesminister. Eingangs einmal danke, dass Sie als Bundesminister dem parlamentarischen Instrument der Fragestunde zugestimmt haben, da dies seit 6 Jahren die erste in diesem Hause wieder ist, was vielleicht nicht allen geläufig ist. Zu meiner Frage: Wie können Sie als Gesundheitsminister die Umsetzung Ihrer Ankündigung garantieren, dass die 1,8 Millionen über 65-jähriger Menschen in Österreich bis 31. März 2021 geimpft werden? Geschätzter Herr Abgeordneter, danke zunächst einmal grundsätzlich für die Blumen und zweitens für die Information. Ich habe das nicht gewusst und ich glaube, das ist eigentlich eine selbstverständliche Situation, dass wir miteinander, so wie wir es ja auch generell miteinander pflegen, bei Bundesratssitzungen, wenn ich die Ehre habe, hier in diesem Haus zu sein, dass dann, wir haben es letzte Woche oder vorletzte Woche bei der letzten Sitzung erlebt, wenn eine Frage offen geblieben ist, dass man sich halt dann zusammentut und die Frage stellt und dann wird es eine Antwort geben. Das ist meine Verantwortung und meine Verpflichtung in einer guten Zusammenarbeit. Ich habe lange genug auch in Opposition gearbeitet und ich weiß, wie diese Situation auch sein kann. Also zur konkreten Fragestellung, eine Schlüsselfrage in unserer derzeitigen Arbeit. Und im Übrigen sind wir heute und morgen ja vor wirklich weichenstellenden Tagen. Warum? Weil wir heute und morgen von der Europäischen Medizinagentur, also der Arzneimittelagentur der EMA, die Entscheidung darüber erwarten, ob es und wenn ja, in welchem Ausmaß es zu einer entsprechenden Marktzulassungsgenehmigung für den dritten Impfstoff in Europa, nämlich AstraZeneca, kommt. Von dieser Entscheidung wird sehr, sehr viel abhängen, wie hoch und wie groß das Tempo tatsächlich ist beim Ausrollen der Impfungen. Warum? Weil wir natürlich darauf angewiesen sind, bei unserem Tempo, bei der Umsetzung der Impfungen, wie es mit den Marktzulassungen aussieht, wann die Liefertermine sind und welche Liefermengen wir garantiert erhalten. Da bin ich bei einem sehr sensiblen Punkt, der gerade im Augenblick auch verhandelt wird mit AstraZeneca, weil wir ja vertraglich zugesicherte Liefermengen hatten als Europa für das erste und zweite Quartal und diese letzten Freitag angekündigt wurden, dass sie nicht eingehalten werden können. Sie können sich deswegen, glaube ich, wie alle vorstellen, dass das natürlich eine große Herausforderung für uns ist, auf Basis dieser Unsicherheit einen klaren Impfplan zu haben. Wir haben derzeit 3 Varianten des Impfplans erarbeitet, wo wir von diesen unterschiedlichen Szenarien ausgehen. Genehmigung, Vollgenehmigung für AstraZeneca und entsprechende Umsetzung der tatsächlich vertraglich garantierten Liefermengen in dem Zeithorizont, der zugesagt wurde. Zweitens eine Teilgenehmigung und drittens eine Nicht-Einhaltung der Liefermengen in dem angekündigten Ausmaß. Mit den aktuell von den Herstellern angekündigten Liefermengen stünden Österreich bis Ende März 2021 für uns das wichtige erste Quartal. Warum das wichtige erste Quartal? Weil natürlich jeder möglichst rasch geimpft werden sollte und zweitens, weil wir bei den Risikogruppen beginnen wollen und uns dann in Richtung der allgemeinen Bevölkerung schrittweise bewegen wollen und gleichzeitig die Grundproblematik, dass wir im ersten Quartal 2021 in ganz Europa die geringsten Liefermengen haben. Das heißt, Nadelöhr ist da in der Situation, aber es stünden Österreich bis Ende März knapp 2 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung, womit knapp 1 Million Menschen geimpft werden können, da bei den Impfstoffen von BioNTech, Pfizer, von Moderna und AstraZeneca jeweils 2 Dosen notwendig sind. Diese Angaben sind eben vorbehaltlich einer Zulassung des Impfstoffes von AstraZeneca und der tatsächlichen Lieferfähigkeiten der Hersteller zu sehen. Diese aktuellen Zahlen erklären sich durch die durch sich laufend ändernden Liefermengen seitens der Hersteller, welche natürlich abhängig von logistischen Rahmenbedingungen, weltweiten Produktionskapazitäten und Empfehlungen zur Zulassung seitens der Europäischen Arzneimittelbehörde, ich habe schon gesagt, in der Einleitung laufend Schwankungen unterworfen sind. Österreich hat ausreichend Kapazitäten, um die Verteilung der Impfstoffe sicherzustellen. Auch die Umsetzung vor Ort in den Bundesländern funktioniert derzeit sehr, sehr gut. Ich habe da einen sehr guten
Eindruck, sobald diese auch in Österreich eintreffen. Das heißt mit einem Wort, wir sind von diesen Grundsatzentscheidungen dieser zwei Tage, Donnerstag, Freitag, jetzt entscheidend abhängig, damit wir klären können, wie wir den österreichischen Impfplan für die unterschiedlichen Altersgruppen und Risikogruppen adaptieren können und müssen.